So, jetzt nochmal. Also, habe ich dir die, grüßt euch. Schön, dass du da seid. Ja, ich habe eigentlich gerade schon angefangen, kurz zum Aufnehmen, aber OBS hat sich gedacht, so, ja, ich lasse einfach die Hotkeys so, wie sie wollt. Wenn Sie einen starken Angriff kontern, ist Ihr Gegner verwundbar. Besiegen Aha. Sie ihn, indem Sie seine Beine brechen. Die müssen seine Beine brechen, Alter. Der Animus, der ist auch so irgendwie so, ja, wahrscheinlich egal. So. Auf geht's noch hier. Jerusalem. Ja. Ach, da ist dies. Und ich hab mich schon gefragt, wo dies ist. Geil. Scheiße. War ja noch nicht. 24 macht ja flach. Kann ich sicher aufheben. Ja, sag ich auch. Hallo? Okay, dann komme ich schon mal drauf. Da wahrscheinlich noch nicht. Ja, cool. Ich will da was rüber, was Ding rauf. Da kann ich wahrscheinlich rauf. Nichts, was ich nicht schon gesehen hätte. Okay, also ich darf da links rauf. Sagen wir es so. Ich merke nicht, dass ich da irgendwo aufgerachst bin. Das habe ich noch nie gesehen, dass da aussieht. Cool, dass wir das auch mal wissen. Ja, dafür können wir jetzt dann noch. Der verdammte Narr hat doch den Verstand verloren. Was stimmt denn nicht mit mir? Oh no. Ja, alles stimmt nicht mit uns. Wir sind auch voll durch. Wir bringen sogar alles um, was alles was zwei Füße hat, bringen wir um. Scheißegal, ob Freund oder Feind. Oder ob unschuldig oder nicht schuldig. Hey, oder schuldig, ja genau. Oder nicht schuldig, genau. Das sind wir die Besten auf der Welt. Yeah. Was ist der vorgefahren? So. Solch ein Name. Wir wissen nicht, was wir mit deren was denn dann nicht eins hier machen. Der flieht doch vor etwas. Scheint sie ihm einfach zu sein. Warum tut er das wohl? Er wird jemandem schaden. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass es so viel ist eigentlich. Alter. Müssen wir nach Jerusalem. Oh, Entschuldigung, tut mir leid. Jetzt die geschmissen, ne? Oh, die nicht, gell? Oh, oh, oh. Ja! Jetzt erkennen. Ja! Und schee mit der Peitsche. Tsch, tsch. Oh, ich bin so durch, ey. Ich bin so durch. Ja, ey. Vorher habe ich es gar nicht mehr kennen, da man denkt so, jo, ey, cool. Das ist gar nichts. Leitern sind eine akzeptable Art, Dächer zu erreichen. Fassaden erklimmen. Der Hopf genau zu stehen, wisst ihr das? Das ist sein tägliches Workout. Ja, ja! Warum rennt er bloß? Weil ich kann. Jerusalem. So hätte ich das richtig gesehen. Ich finde es irgendwie toll, wie die alle Menschen da irgendwie verdächtigen. Oh. Hab ich da etwas gebrochen? Tut mir so leid. Servus. Und tschüss. Also doch so. Doch so, ja. Das ist schon so ewigster Weg. Ich möchte mal wissen, wie weit man zu den anderen dann reiten. Whoa!
Der ist jetzt echt durch den Bruder, wenn der ist jetzt echt krass. Tötet ihn! Haltet ihn! Tötet ihn! Ey, klar. Das schaut irgendwie nicht so safe aus. Aber ich sehe noch an die Vorstellung, wenn ich habe. Jo. Tötet mich. Yeah. Ich glaube nicht, dass es mich tötet. Tötet ihn! Haltet ihn! Haltet ihn! Haltet ihn! Haltet ihn! Das ist irgendwie echt auf Dauer, ist das nervig irgendwie. Fühlt es nicht? Wenn es die ganze Zeit so geht, oh, tötet ihn! Oh, weiß der, tötet ihn! Ich krieg dich! Anscheinend kriegst du mich auch nicht, sonst warst du ja da. Oh, hey. Schöner Gesang, gell? So. Wurden sie entdeckt, stoßen sie die Leute aus dem Weg, um ihre Geschwindigkeit zu behalten. Und nutzen sie ihre Sprintfähigkeit, wenn der Weg frei ist. Dies war das mit dem Rempeln. Denkst du mal so, stoßen war das draußen. Hab ich vorher schon gesehen. Guter Herr, ich bin nur ein alter Mann. Sich also gleich heraus auf die Dorf Amerika. Wir erkennen den doch weg. Ja, oben bei einer Gedürfte, wenn wir verletzt werden können. Ja. Ach, Entschuldigung. Oh. Oh. Das ist echt groß, finde ich. Ich glaube, dass die kleiner ist als die andere. Muss ja da oben. Ach, wie cool. So wie die jetzt mal gesehen. Hätte ich noch Dinger sollen und einfach mal das so machen sollen, wie schwer eigentlich das von mir wird, gell? Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu benehmen. Gibt es einen Grund für diesen Schabernack? Aus dem Weg! Aus dem Weg!
Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Ja, das haben wir da schon 100 Mal gehört. Hallo, Data 2000. Schön, dass du hier bist. Ein Servus von mir. So. Vom ersten Schuljahr. It's first time Assassin's Creed 1. Allein versteht euren Schmerz. Er wird euch geben, was euch fehlt. Dafür verlangt er nur ein ehrliches Tagwerk. Ein kleines Opfer für eine große Belohnung. Ihr müsst nicht länger da. Jeder Mann, der willens ist zu arbeiten, kann Arbeit finden. Kommt, sprecht mit mir. Lasst euch berichten, was Talal zu bieten hat. Ein feines Leben steht euch bevor. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödien? Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Schützt eure Liebsten. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Talal gibt euch ein Wort. Bitte, geht, bitte. Eine kleine schwierige Zeiten, in denen wir leben. Nahrung ist rar. Das Geld knapp. Aber so muss es nicht sein. Es gibt Möglichkeiten für jene, die den Mut haben, sie zu ergreifen. Alles, was ihr braucht. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödien? Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Schützt eure Liebsten. So ein arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Talal gibt euch sein Wort. Talal versteht euren Schmerz. Er wird euch geben, was euch fehlt. Dafür verlangt er nur ein ehrliches Tagwerk. Ein kleines Opfer für eine große Belohnung. Ihr müsst nicht länger darben. Jeder Mann, der willens ist zu arbeiten, kann Arbeit finden. Kommt, sprecht mit mir. Lasst euch berichten, was Talal zu bieten hat. Ein feines Leben steht euch bevor. Talal versteht euren Schmerz. Komm hinauf. Er wird euch geben, was euch fehlt. Dafür verlangt er nur ein ehrliches Tagwerk. Ein kleines Opfer für eine große Belohnung. Wir sitzen, können Sie mal. Es sind schwierige Zeiten, in denen wir leben. Schwede, so was. Ist rar, das Geld knapp. Oh. So muss es nicht sein. Es gibt Möglichkeiten für jene, die den Mut haben, sie zu ergreifen. So, wo ist mein Ziel? Jeder Mann, der willens ist zu arbeiten, kann Arbeit finden. Kommt, sprecht mit mir. Lasst euch berichten, was Talal zu bieten hat. Ein feines Leben steht euch bevor. Talal versteht euren Schmerz. Er wird euch geben, was euch fehlt. Ach doch, komm, was dafür verlangt er nur ein ehrliches Tagwerk. Ein kleines Opfer für eine große Belohnung. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödien? Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Schützt eure Liebsten. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Talal gibt euch sein Wort. Es sind schwierige Zeiten, in denen wir leben. Nahrung ist rar, das Geld knapp. Aber so muss es nicht sein. Es gibt Möglichkeiten für jene, die den Mut haben, sie zu ergreifen. Ihr müsst nicht länger darben. Jeder Mann, der willens ist zu arbeiten, kann Arbeit finden. Kommt, sprecht mit mir. Lasst euch berichten, was Talal zu bieten hat. Ein feines Leben steht euch bevor. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödien? Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Schützt eure Liebsten. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Talal gibt euch sein Wort. Talal versteht euren Schmerz. Er wird euch geben, was euch fehlt. Dafür verlangt er nur ein ehrliches Tagwerk. Ein kleines Opfer für eine große Belohnung. Oh Gott. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödie? Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Schützt eure Liebsten. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Talal gibt euch sein Wort. I think it's the third one that I must kill. Hey,
wir uns? Nein? Also haltet euch ab! Jetzt sterbt ihr! Ich habe euch nichts zu sagen. Sprecht mit mir oder sprecht mit Gott. Es ist eure Wahl. Ihr werdet sein Werk nicht zunichte machen. Das könnt ihr nicht. Zunichte machen? Welches Werk? Er bereitet sie für die Reise vor. Reise wohin? Sie sind in seinem Lagerhaus. Und wenn die Zeit reif ist, werden sie nach Akkon verschickt. Wo ist dieses Lager? Und warum Akkon? Talal sagt mir nur, was ich wissen muss. Mehr nicht. So ist es sicherer. Für ihn vielleicht. Aber nicht für euch. Oh. Ich muss immer alle umbringen. Soll ich sie schon mal auffallen? Die armen Typen da. Ein Bürger in Not. Warum tut ihr das? Ketzer! Ihr folgt einem falschen Gott. Hört auf, bitte! Ihr tut mir weh! Was wollt ihr? Ich werde Ihnen diese Geschichte erzählen, damit Sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Das ist ein kurze Messer. Ich versteh's gerade nicht. Jetzt warte mal. Was ist vorgefallen? Treff uns auf Bürger gerettet. Digga, das wollte ich doch nicht. Scheiße, jetzt war ich bloß noch diese oder was? Wer würde so etwas Furchtbares tun? So. Wo müssen wir jetzt hier? Kann man ganz auf Karten schauen. So, wenn wir jetzt so da hingehen, muss ich mal. Er wird sich verletzen. Und wenn das passiert, werde ich ihn nicht. Was tut dieser Mann nur? Klettern! Was will die Ui tun? Ihr seid hier nicht erwünscht. Hier geht's, Dief! Dief! Elender Lump! Elender Lump! Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen! Das wird euch das Leben kosten! Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Ihr flehe euch an. Ich bitte euch. Hinfort! Ihr wagt es in meinem Leben! Verweilen! Hallo? Hallo?
Ich frage mich, wieso das nicht geht. So, jetzt geht's. Hä? Wo sind die jetzt gegangen? So. Boah, genau, gehen wir in die Richtung. Hallo? Ihr wagt es in meinem Beisein zu schillen! Das wird euch das Leben kosten! Was tun? Helft mir! So hilft mir! Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen! Helft mir! So hilft mir doch jemand! Stirb! Bitte helft! Haltet euch fern von mir! Tod! Tod! Vielleicht weißt du es nicht, aber deine Niederlage ist besiegelt. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Oh, was ist das? Geht doch. Das ist ein böses Omen. Ah, da vorne ist was. Was hier wohl passiert? Ach, ist das ein... Hä? Ah, Mission vorher. Friede sei mit euch, Alter, hier. Wir leben in schlimmen Zeiten, nicht wahr? Ich habe jedenfalls viele Probleme. Ich hatte den Auftrag, einige merkwürdige Vorkommnisse im Nobelviertel zu untersuchen. Und Talas Männer haben ein Gesicht gesehen. Mein Status ist unsicher. Würdet ihr sie für mich eliminieren? Im Tausch für die Informationen, die ihr sucht? Es mei doch gern. Verrückt geworden. Wir wählen sie alle Ziele heimlich. Was tut ihr denn? Komm, Leute! Komm, wo steht meine Auflage? Interessiert ihr euch für meine Ware? Was stimmt da? Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein Sitz in den Sitz. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Bitte. Meine Familie ist groß und wird im Sterben. Bitte geht. Ich flehe euch an. Ich bitte. Eure Suche ist am Ende. Ich biete alles, was ihr braucht. Bitte, Herr. Habt ihr Geld für mich? Ich habe genau das, was ihr braucht. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Seltsam. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine kleine. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Bitte. Ach. Ist er nicht soeben in jemand hineingerannt? Ich brauche Geld. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Allmächtiger.